Ach ja. So. Rinne in den Spaß, würde ich mal sagen. Hoffentlich. So, rinnen ins neue Update, würde ich mal sagen. Ich muss gestehen, ich habe eine Cutscene, habe ich leider schon vorweggenommen. Ich weiß gar nicht genau, welche das war. Von welcher Quest. Fakt ist, ich war bei Catherine, um halt Erkundungsbelohnungen und Dailies und Pipo Tralala abzugeben. Und dann dachte sie sich so, ja, hi, was geht? Ich habe hier so eine Mission wieder für dich, Pipo Tralala, blub. Ey, Klassiker. Oh. Into the wind. Habt ihr noch so einen Block unter mir? So, das Ding kann ich auch mal laden hier. Hoppala. Puh. Shish! Holy. Shish Kebab, lol. So, kann ich die auch mal laden? Error, Error. Ja, wir wissen's, Catherine, du bist ein Bot. So. Was haben wir denn hier alles? Wir haben Nachrichten, wir haben Ankündigungen. Aktualisierte Inhalte, okay, cool. Wie wir alle wissen, juckt mich herzlich wenig. So. Was? Erläuterung zur Entschädigung für die Wartung der Platzierungsfunktion der Kanne der Vergänglichkeit. Die Platzierungsfunktion der Kanne der Vergänglichkeit wird immer noch gewartet. Während dieser Wartung steht die Platzierungsfunktion nicht zur Verfügung. Wir bitten aufgrund der entstandenen Unannehmlichkeiten um Verzeihung und danken den Reisenden für ihr Verständnis und ihre Unterstützung. Im Anhang findest du die Entschädigung für die Wartung oder Funktion. Wartung der Funktion diese Woche. Sammle sie bitte rechtzeitig ein. Ah. Und Arlo hat Geburtstag. Cool. So. Gelesen, löschen. Yes, please. So, hier haben wir eine neue Nachricht. Und zwar von Aloy. Diesmal. Shenhe, Chichi, Kokomi, Diona, Toma, Zhongli, Ganyu, Kaya, Sekros, Kiching, Nachrichtensystemwelt von Teyvat, Geburtstagsgrüße. Zhangling, Yula, Zayu, Xinyan, Sangshu, Albedo, Chongyun, Mona, Ningguang, Ember, Klee, Tataglia, Hutao und Barbara. Barbara! So. This scenery is wonderful. I wonder when I'm gonna be as tall as my big sister. So ein Ding ist es nämlich. So. So. Was hast du für mich alles? Wochenaufträge, Kantaler. Ja, danke. Hallo, Catherine. Katharine! Du brauchst nur 30 Minuten, Shane. Ja, das kriegen wir hin. Dann kommen wir gleich nochmal wieder. Dann, machen wir, gut. Dann gehen wir doch mal. Neues Gebiet verfügbar, okay. Ach ja, genau, das wird was als erstes machen, ja, so. Neuer Charakter und so, ne? Let's go! Schauen wir uns mal, wie der sich verhält, der Herr. Wie langsam möchten Sie ein Einhänder designen? Mihoyo so! Ja!
Und ich dachte, es ist schon Changshu, sei lahmarschig. Ach, so ein Ding ist das. Ich meine, er ist edel. Der werte Ayatollah, das muss ich ihm lassen. Er sieht doch echt chillig aus, das muss man ihm auch lassen. Sein Gesicht? Könnte ein bisschen spannend sein. Tja. Ja gut, der 2 ist schon wild. Okay, er macht schon Schaden. Dann darf der auch mal langsam sein. So, Figurenvorschau. Venti! Aha, wir haben ja einen Double Roll. Wir haben entweder Venti. Whoever needs that one. Oder Ayato. Come a little closer. You've been a naughty boy. Let's spark things up a little. Time for takeoff. I'm the fry pan. It's football. Brace yourself. Surrender and I'll be gentle. Goba, get them! You're toast! Think you can get away? Ja, die Verwirbelung ist halt geil. Try not to enjoy this too much. Blitz. Don't be such a brute. Out of the frying pan, into the fire. Eat this. Here we go. Time for take. Oh. Ich hoffe, nicht mehr die Ulti machen. Naja. So, dann noch verlassen. Nächster bitte. Ich merke gerade, die packen weniger 4-Stars in die Gebete rein, dafür aber mehr Rerolls. Ich meine, kann man machen. Animal Test 6308. You're in for a little shock. Do Frostbite. Surrender and I'll be. Swirl, Mark 2. Stand clear. Zugegeben, Animo als Katalysator fühle ich schon eher. You've been. This moment will be frozen in time. Cool it. Animal hypostasis. Let's spark things up a little. So. Dann schon verlassen, damit haben wir Sekros auch durch. Ist ganz chillig. So. Probelauf. Chunjin kennen wir ja schon. Flags up. Der hat gesessen. Steady. Dazu noch Noel, das ist halt so. Let's go, Alter. Observe.
turn, as a dutiful maid would. Yeah. Your grand finale! And step! Steady as stone, as a good knight should. Mael und Chunjin. Oder Yunjin? Chunjin? Wie auch immer. Prinzipiell erstmal. Strike is one! Observe! Prinzipiell halt mein mein ehemaliger Main-Healer in Kombination mit einer echt guten Supporterrolle in dem Falle. Finde ich gut. Finde ich auch gut. Finde ich auch gut. Finde ich auch gut. Danke. So, verlassen. So, dann haben wir jetzt Aufträge. Mehrere. Wir haben ein Wutong-Blattfeld. Wir haben mysteriöse Schauergeschichte. Wir haben unerwartetes Wiedersehen in den Tiefen. Dann haben wir Reisetagebuch der großen Kluft. Eine große Reise in die große Kluft. Reise Schnappschüssen. Ich glaube, das war das Ding, was ich... Ja. Das war die ganze Geschichte, okay. Ja, was tut sie denn da? Verzeihung? Warte! So, wie ist denn diese Freude im Moriko? Redakteurin, okay. Ja, war das eine... Ja. Ich kann gut sein. Stimmt, das ist die Definition von einer Illustration, ja. Würde ich so nicht unterschreiben. Oh je. Yeah.
Ja gut, das kriegen wir schnell hin. Die Porte zu bereisen und ein paar Fotos zu machen, das wird easy going, Alter. Genau, überlassen wir das. Das kriegen wir ganz schnell hin. Hasagiri, du im Gegenzug legst dich bitte zurück in dein Bett. Und kommst nur dann raus, wenn ich deine Bilder habe. Danke. Sage des Ritters im Wind, okay. So. Dieser Schriftsteller schrieb eine Geschichte, die in Mondstadt zu beginnen scheint. Diese Skizze hier sollte auf der Umschlagseite des ersten Bandes des Romans stehen. Mondstadt, die Stadt der Poesie, des Weins und des Löwenzahns. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es in Mondstadt eine große Favonius-Kathedrale. Ah, das liegt genau richtig für den Beginn eines großen Abenteurers. Abenteuers, du hast mich nach den Fähigkeiten der Hauptfigur der Geschichte gefragt. Da es in Mondstadt ist, wird es natürlich die Animokraft sein. Okay. Ah, die anderen Sachen muss ich noch freischalten. Also, wir haben jetzt... Also kann man sich die Nachrichten auch angucken. Das ist mir weitaus angenehmer. Kriegen wir hin. So, dann haben wir... Ja, Archontenauftrag, okay. Legendenauftrag, okay. Große Kluft, neues Gebiet, okay. Zerklüfteter Schlag. Schlangenabgrund. Ja, neuer Boss. Mal wieder eine Vorrichtung. Wie wir sehen können. Sehr mechanisch und so. Also, ich überlege gerade, welches Land hatte nochmal so viel mit Erfindungen zu tun? War das nicht Fontan? Die dreckigen Franzosen mit ihren Apparaten? Weil sie einfach fucking Franzosen, Junge. Eigentlich müssten es hier die Japaner sein, die hier so eskalieren würden, oder die Deutschen. Ja, Rassismus und so weiter, Pipo, tralala, Bibablu, Vorurteile, halt's Maul. Ja, was ist denn mit den Dailies los, Alter? Jetzt mal for real. We are reaching a point that is not nice. So. Im Übrigen Ansehensaufträge und Kopfgeldjagden müssen wir hier auch nochmal... Really? Das wird mir sogar auf der Karte angezeigt, die Fotoapparat stellen. Lächerlich. Wirklich lächerlich. Der wird schwierig hier. Wenn ihr mich fragt. Den finde ich echt schwierig. Da denkt sich so, warum will der da überhaupt hin? Da war noch gar nichts. Well, think again. So. Dann, fangen wir doch mal an mit der, die wir vorhin vorgelesen haben. Geschmiedete Objekte, ja, juckt mich nicht. So. Auf nach Mondstadt. Wenn ich mein Getränk hier stehen, dann habe ich natürlich nicht. Und warum? Weil ich ein Profi bin. So. Wo will ich denn hin? Instinktiv erstmal zu Catherine laufen. So muss das. Hoch da.
Was ist das hier? Halt's Maul da hinten. Du bist im Mondstaat. Fatui Territory, halt's Maul. Verzieh dich zurück nach Schnesnaya. Scheiß Extremist. Wow. Ich hab sogar solche Punkte. What? Soll ich den Fotoapparat oder den besonderen Fotoapparat machen? Ich finde, der besondere sieht echt cool aus nebenbei. Fontan! Ah. Wieso habe ich eigentlich eine Multiplayer-Blockade? Hä? Was? Achso. Ich verstehe. Das ist natürlich okay. Das, da, ich nehme alles zurück. Das ist cool. Das ist richtig cool. Warum rede ich eigentlich gerade wie ein Berliner? Was soll das? So, ich habe wahrscheinlich wieder zu viel Dr. Freud geguckt. Nun. Einmal bitte Belohnung einsammeln oder so. Ah, so, okay. Sage des Ritters im Wind Teil 2. Die Ritter des Ordo Favonius sind wohl die wichtigsten Figuren im Mondstadt. In diesem Roman werden die stattlichen Kämpfe und Schlachten der Ritter des Ordo Favonius sehr häufig erwähnt und detailliert geschildert. Ich muss also ein ebenso prächtiges Bild illustrieren, das ihren Kämpfen gerecht sein sollte. Ich habe gehört, dass du auf dem Windsteig einen riesigen... Ich habe... Dass du... Ja, klar, natürlich. Kampen... Warte mal. Das geht so nicht. Gehen wir mal wieder in die Ecke. Eckensitzer und so. 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 Ich habe gehört, dass es auf dem Windstieg einen riesigen Baum gibt. Also machst du dort am besten auch ein Foto. So kann ich bestimmt eine perfekte Illustration zeichnen. Hey, du hast doch mal gesagt, dass der Baum eine besondere Bedeutung für die Ritter des Ordo Favonius hat. Komm schon, erzähl mal, ich will mehr darüber erfahren. Ja, das kriegst du alles, sobald... hoppala. Ich will nicht so... Hey! So. Ich möchte gerne, selbst Auflagen, weißt du? Überleg mal. Auflagen. Into the wind.
Yeah, let me weave you a rope. Go. Hoppala. Illusion shattered. Ha! Okay, also. Wir brauchen A, 8 bis 12 Uhr. Kriegen wir hin. B, wir brauchen eine Figur aus dem Ordo Favonius. Und ich sage euch ganz ehrlich, wie es ist. Wenn es um den Ordo Favonius geht, gibt es nur eine richtige Lösung, das ganze Ding zu machen. I mean, she would be a choice as well, but no. Es gibt nur eine Es gibt nur eine Möglichkeit. Einen einzigen Charakter, den man nutzen kann, wenn es um den Ordo Favonius geht. Und das ist Jean. Und warum Jean? Ganz einfach. Sie definiert den Ordo Favonius. Seitenprofil, bisschen Seiten, so. Yep. I like very much. Ich find's interessant, wie sie hier echt so einen offenen Rücken hat. Wait. Nee. Das Outfit ist so. Ich dachte, sie trägt einen kompletten Mantel und nicht. Was ist das für eine Mogelpackung? Junge, hol ja, was soll das? Hold on, ich dachte, sie trägt legit Anzug, aber das ist einfach nur. Warte, was? Mir hä? Sind wir jetzt bei GTA Kleidung, also GTA RP Kleidung angekommen oder was ist hier los? Ich bin gerade maßlos enttäuscht. Ich dachte legit, die trägt wirklich einen Komplettanzug. Okay. I just deal with it. I guess. Gilly-Ebene Liwei, nein. Gilly-Ebene Liwei, nein. Jinchendorf Liwei, nein. Klagewind Plateau Mondstadt. Damit können wir anfangen. So, das andere ist alles Liwei, okay. So, was hat denn Asagiri dazu zu sagen? Wie man Donner und Blitze und Schwerter richtig anwendet. Weißt du, dass es ein Gebiet in Mondstadt gibt, das früher dem großen Wolfskönig des Nordens gehörte? Ich habe gelesen, dass er einst ein Gott von Mondstadt war. Er hat auch mit Eis und Wind etwas zu tun, nicht wahr? Mal sehen, wenn wir noch ein bisschen Donner und Blitze dazugeben, wird die Kampfszene bestimmt super sein. Warum überhaupt Donner und Blitze, fragst du? Nun, weil sie einfach großartig aussehen. Man kann ihn nicht einfach herausfordern. Na gut, aber ich bestehe auf den Blitz. Auf den Blitzen. Ja, auf die Blitze.
Und es muss wirklich großartig sein, ja? Ich werde dieses Foto verwenden, um für das Umschlagbild zu zeichnen. Okay. 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 Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache, aber ist egal. Let's go. Wir versuchen es einfach. Ich nehme nebenbei mal einen alternativen Weg zu ihm. Klink. Vielleicht. Wir machen mal kurz was. Da ist ja mehr Erkundung wie alles andere ist. Packe ich hier mal wieder mein Standardteam rein. Sounds good to me. Hol stattdessen das Team raus. Dann kann ich nebenher auch, wenn ich eh die Welt erkunde, da ein bisschen Bäume farmen gehen. Und Kiefern und hast du nicht gesehen. Hey, der Plan funktioniert sogar ganz gut, den ich hatte. Da vorne ist nämlich schon der Wolfenlauf. Und ich bin die Lager komplett umgangen. Haha! Mag vielleicht nicht der schnellste Weg sein, aber was soll's. Exquisitholz, finde ich gut. Habe ich eigentlich schon? Ne, habe ich nicht. Wollte schon sagen. Dämmerfrüchte sollte ich auch mitnehmen, so. Okay, das Motivding ist vorne. So. Irgendwann mit Blitzen. Was haben wir denn so Blitziges? Wir haben eine Sarah. Weiter. Wir haben eine Lisa. Weiter. Wir haben Razor. Oh ja. Wir haben Fische. Nee. Wir haben Kitsching. Wir haben Bayou. Wir haben... können wir mal kurz festhalten? Ach ja, Yaimiko haben wir auch noch. Können wir mal kurz festhalten, dass wir nur einen einzigen männlichen Elektrocharakter haben? Einen? I'll scout ahead. Was ist das denn? So. Ein Problem hier dran ist, ich würde eigentlich am liebsten meine Ulti voll haben für ihn, aber na gut. Noch was anders. Muss man das einfach timen. Geht's bei der Spezialfähigkeit um die Ult? Wenn ja, dann wird's lustig.
Okay. Ich will definitiv eins machen. Heldenstufe. Ja, ich möchte sie gerne runterregeln. Yep. Zurück zu 7, weil sonst kriegen wir ein Problem. So. Ich wollte nur die Spezialfähigkeit voll haben, jetzt kann ich wieder gehen. Stimmt, ich bin ja mit dem Zweihänder unterwegs. Lul. Da kann ich ja wieder Ohrs farmen. Cooles Timing. So, dann auf nach Liyue. So, das ist dort, okay. Okay. Fangen wir von oben an, vom Qingshidorf, und arbeiten uns langsam runter. Das würde nämlich auch Sinn machen. Rein von unserem aktuellen Weg her. So. Wo ist das Fotobild? Da. Was wollt. Okay, was? Was für einer was? Was für eine Wartanimation? Okay. Verstehe. Aber erstmal müssen wir uns erstmal durchlesen, was sie überhaupt zu sagen hat. Also, ich stehe schon drauf, ne? So. Ich muss gerade hier sein. Ne, da. Was sagt die? Bizarre Geschichten des Qingshidorf. Dieser Schriftsteller hat einen Abenteuerroman über das Qingshidorf von Liyue geschrieben. Wie spricht man dieses Wort aus? Chi? Spricht man es so aus? Wie auch immer, es ist die Geschichte. Es ist eine Geschichte über Chi. Aber das Qingshidorf sieht in aller Hinsicht wie ein sehr gewöhnliches, friedliches, kleines Dorf aus. Ah. Okay. So, Qingshidorf. Dazu passt tatsächlich eher weil es geht um eine Sie, es geht um Chi. Zu abgedreht, zu edel. Zu
anwältlich, lol. Eigentlich zu anmutig. And that's it. Sowieso zu anmutig. Here, let's not talk about her. She's like the goddess of this place, so. Nah. I'll bring my seasonings. Ich glaube, wir nehmen Jungling dafür tatsächlich. Was für Wartanimation hat sie eigentlich? Sie hat einmal das. Ist ja kein gutes Foto, aber ist okay. So. Dann als nächstes Gasthaus Wang Shu. Wenn ich das richtig sehe, ja. Gasthaus Wang Shu ist das nächste. Then let's go. Race you. So, von der Insel aus. Von einem Steinkreis. Verdächtig? Ah, weiß ja nicht. So. Oh. Vollkommen falsche Insel. Nun. Schöne bunte Seidenblumen. Ah! No. Ich gerade sind eigentlich die Boote noch hier. Tatsächlich nicht mehr. Man darf hier keine Boote mehr fahren. Auch schade. Sehr schön gewesen, aber nö. Nö, nö. Mir bleibt noch Blondie. Was? Hat er nicht. Und wie er das hat. So. Dann lesen wir uns doch gleich mal durch, was sie dazu zu sagen hat. Auf den Berg drauf. Okay. So. So. Oh, den Drachengrad habe ich komplett übersehen. Nun. Gasthaus Wang Shu, das dürfte das hier sein. So, Gasthaus Wang Shu. Ein Gasthaus, das fern in der Vorstadt liegt, aber voller Gäste ist. Diese Art von Kontrast sorgt für eine wunderbare, geheimnisvolle Atmosphäre. Das ist wirklich der Hammer. Vielleicht ist der Inhaber oder die Inhaberin von diesem Geschäft jemand mit ausgezeichneten Kampffähigkeiten. Und es wäre schön, wenn wir auch einen scheinbar gewöhnlichen, aber sehr starken Mann mittleren Alters und einen gut aussehenden Burschen hätten, der immer einen kalten Ausdruck im Gesicht hat. Ach, und der Koch darf nicht fehlen. Es macht mir immer große Freude, eine so lebendige Szene zu sehen. Zeichnen. Gut, ich kann dir leider nicht alles bieten. Ich hab nur eine Figur. Nee, im Kopf darf man die Dinge auch nicht machen. Wenn wir auch einen scheinbar gewöhnlichen, aber sehr starken Mann mittleren Alters. Und kalter Ausdruck im Gesicht. Ich hab gehört, das ist ganz klar so ein, Ich bin Liyue-Ding.
Und da sie ja einen Mann haben möchte, ich meine. Good eye. Ja. Für einen Mann gibt es jetzt erstmal die Werte Hu Tao. Macht Sinn. Zhong Li, was sich versteckt. A walk would be nice. Ich bin arm, ich habe zwar kein Geld, aber das Gasthaus Wang Shu, das muss sein. Would you mind letting me... Danke. Gucken wir mal, was Zhongli so für Animationen noch hat. Einfach für uns ein cooles Foto zu machen. Nee. Osmanthus wine tastes the same as I remember. Shit! Aber die Osmanthus wine Geschichte ist echt gut. Da hat schöne Gestiken bei. Packen wir deine Lanze bitte weg. So, ich weiß, wir sollen eigentlich nicht auf eine Warteanimation warten, aber sind wir mal ehrlich. So eine passende Geste wäre schon nice. Einfach nur rumstehen ist ja langweilig. Nicht wahr? Nicht wahr. So. Komm schon, Zhong Li, fang an zu reden. Where do you want to go next? If you'd like to see Liu Wei's tourist spots, I have a few references. Ja, ich habe gesagt, du sollst reden, aber du sollst ja auch... Zhong Li. Musst du mich so hops nehmen wollen? Nee! Nicht mit deinem Mini-Geometeoriten spielen. Danke. Red von des Mantis Wein, das wäre ganz nice. Boats are made for transferring commodities back and forth, and those that come across Liyue tend to stay a while. So it is where many things come to settle. Oh, God. Es meint das Wein, bitte? Komm schon. Wo kriegst du auch welchen hinter dir? Jetzt muss er nur deinen Es meint das Wein-Spruch bringen. Bitte, danke. Bitte? Osmanthus wine tastes the same as I remember. Das ist doch schön. But where are those who share the memory? So. Nächstes Ding in Liu Wei. Das ist die Gili-Ebene eigentlich, oder? Die Guili-Ebene. Guili-Ebene. Oder irgendwie sowas. In die Richtung. Ja, bitte, aber den Berg hoch. Ach lol, das ist der Drachengrat. Ich verstehe.
Also Drangrad, gibt es ja da auch nur eine Person, die dabei sein darf. Wo ist gerade eigentlich zwei Personen? Gucken wir einfach mal, was die Story sagt. Schauen wir doch mal. Aktion. Schnappschüsse. Das ist jetzt Drangrad, ist gut zu wissen. Von der gelebten Leo, ja. So, was hast du denn zu schreiben? Komplott aus am Drachengrad. Dieser Autor hat mich gebeten, ein Panorama des Drachengrad zu zeichnen. Aber der Drachengrad ist einfach zu riesig. Ich weiß nicht, ob es da einen Aussichtspunkt gibt, von dem muss man den ganzen Schneeberg überblicken kann. Warte, so eine Art von Szene fühlt sich wie die Endszene einer ganzen Geschichte an. Übrigens mag Moriko Schneeberge sehr. Okay. That's it? Dann machen wir einfach für Moriko einfach, ich weiß ja nicht, wie Moriko aussieht, aber vielleicht ähnlich wie Aloy, man weiß es nicht. Also machen wir einfach den hier. Das ist sogar noch besser. So, Wochen 11 bis 18 Uhr war das, ne? 11 bis 14, okay. Gehen wir auf 11.27, kriegen wir ihn. Eigentlich ist es bei Nacht viel schöner, Alter. Hast du gerade diese Lichtreflexion da oben gesehen? Das war wild. Und das war der Drachengrad. Weiter geht's. Ich würde sagen, es geht zu Steinfresser. Ja. Auf zu Steinfresser. Missed Opportunities are missed. Ich bin noch zwei, ne? Ja. So. Steinfresser. Apropos, mich beschäftigt schon seit langer Zeit ein Illustrationsauftrag. Die Hauptfigur dieser Geschichte steht kurz vor der letzten Schlacht, also wollte der Autor, dass ich eine große, seitenübergreifende Illustration mit genügend Ausdruckskraft zeichne. Meine Idee ist, ein Bild der Hauptfigur zu zeichnen, in dem sie einen Angriff zu dem Leser hinausführt. Das wäre bestimmt sehr ausdrucksstark. Aber ich muss im Moment noch so viele Dinge von diesem Bild ausarbeiten. Vor allem, ich will nicht, dass mich jemand wirklich angreift, wenn ich das Bild zeichne. Also zähle ich auf dich. Die Hauptfigur soll ja lange. Ja, das Problem. Also, ich sehe jetzt ein Problem, ne? Also. Was für ein Geschlecht hat die Hauptfigur? Katalysator, zwei Fotopunkte. Okay, ein Katalysator. Das heißt, wir reden schon. Also, wir reden von Katalysator und, Leeway. Damit, wait a minute. Rein aus Prinzip will ich was wissen. Ja. Was? Alle unsere Katalysator-Charaktere sind Weiber? Moin. Let's make haste.
Werte Ningguang, ich habe einen Job für Sie. Und dann... Ja, nee, wir lassen eure normale Robe. So, aber nicht von hier. Sieht scheiße aus von hier. Kann ich den Felsen hoch? Nee, natürlich nicht. War nicht geil. Hügel ist cool und so, ne? Aber... Vielleicht kann ich ja auch... Ich kann auch den hier machen. Das ist geil. Das finde ich super. So, als letztes haben wir dann... die Ecke Richtung Tal. Richtung Teil, muss man dazu sagen. Sayo, mach mal. Oh, ein Kopfgeldjäger, das gefällt mir nicht. Natürlich möchte ich da hoch, was auch sonst. Ich renne mit dem Kopfgeldjäger noch in die Hände. Okay, soll die zwei Berge sehen. Aktionen. Lesen wir uns noch mal den letzten Text durch. So. Aporie des Tals. Dieser Auftrag verlangt, dass die Hauptfigur in diesem Bild einen heftigen Schlag ausführt. Was, bitteschön, ist das für eine Forderung? Warum gibt mir Moriko immer diese Zeichnungsaufgaben, die scheinbar ganz gewöhnlich klingen, aber tatsächlich sehr schwer durchzuführen sind? Okay, du hast nicht viel dazu zu sagen. Das ist interessant. So. Du weißt auch gar nicht, worum es überhaupt geht. Gesicht zur Kamera, okay, Ausführen eines heftigen Schlags. Ausführen eines heftigen Schlags klingt für mich nach, let's go with something. Was haben wir denn so in Liyue? Oh. Alright, let's go. Ich weiß genau was. Ah, ich muss einen Cutter. Really? Ist ja voll doof. Warum denn Katalysatoren schon wieder? Was wir noch mal ein bisschen Offenheit. Dass hier sich um Leo handelt. Schwierig. Ich meine, die ist auch so gesehen eine Mondstädterin, das heißt. Next time, be sure to eigentlich nur noch Yan Fei nehmen. Okay. Ja. Gut, damit haben wir die Aktion erstmal durch. Morgen geht es weiter.
Beziehungsweise 7, 7, ein Tag, zwei Tage, zwei Tage. Dann machen wir dann nächste Woche weiter tatsächlich. So. Und da wir eh schon in der Ecke sind, können wir doch genauso gut mal eben das Tal erkunden. Und wir fliegen, 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 fliegen immer weiter voraus. Ich wollte gerade fragen, ob noch der Dendromochi kommt, aber nee, stattdessen wollen die Hildschirme. Stresschirme, okay. Speaking of Stresschirme, die Hildschirme. Oder beziehungsweise Stresschirme im Allgemeinen. One with nature. Hier durch mal wieder alle. So. Rain outlines your finger. Guys. Fallen leaves. Adorn my night. Ja, du greifst hier niemanden. Danke. Kiste? Oh, Kiste. Who says there aren't benefits to a life of wandering? Nee, lass mal. Wollen wir nicht. So, wir wollen gerne in das Tal hier rein. Das wollen wir. Let's go. Bitte bleibt stehen. Niemandem ist es erlaubt, die große Kluft. Ah, du bist es. Hi. Ah, tut mir leid, dass ich euch Angst gemacht habe. Wie könnte ich mich nicht an einen Lebensretter erinnern? Ich habe erst vor kurzem meine Wache gewechselt. Ich hätte nicht erwartet, hier zufällig meinen Retter zu treffen. Was für ein Glücksfall. Retter? Haben wir etwas Gutes getan? Was soll denn diese Frage? Ich war ja auch im Jadegemach, als wir gegen das Ungeheuer aus dem Meer gekämpft haben. Ich war ein bisschen verletzt, aber es geht mir erst seit kurzem besser. Du erinnerst dich vielleicht nicht mehr an mich, aber ich kann dich nicht vergessen. Meine Kameraden, die Seite an Seite gekämpft haben, sind Zeugen deiner Hingabe von Leoi. Ja, was die große Luft betrifft, sag mal an. Die Mine wurde von vor zwei Jahren auf Anordnung der Xixing nach einem ungeklärten Unfall in der Grube stillgelegt. Auch die Bergleute konnten größtenteils unverletzt geborgen werden. Das ist gut. Es ist schade, dass ein so großes Bergwerk seine Produktion einfach eingestellt hat. Die Arbeiter erhielten ihre Subventionen und gingen ihrer Wege. Leider ist es schwierig, Menschen, die einmal verstreut sind, wieder zusammenzuführen. Okay, ja, das stimmt. Tut mir leid, wenn ich abschweife. Ich bin sicher, dass du wegen einer wichtigen Angelegenheit hier bist. Also werde ich dich nicht vorher aufhalten. Bitte wendet euch direkt an Mooning, wenn ihr etwas braucht. Er befindet sich im Lager am Eingang. Okay, das ist cool. Ich bin nicht misstrauisch, aber...
Es ist meine Pflicht. Ich möchte dich einfach warnen. Tue nichts Illegales. Was? Illegales? Keine Sorge, kannst du uns trotzdem nicht trauen. Okay. So, let's go. Ja. Kann ich nur zustimmen. Ich hole mir gerade mal eben was zu trinken, was zu knabbern. Das ist. This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade, it is the last link I have to the land of my birth. So. Das Land deiner Geburt, Kasua. Okay. So, Teleporter. Nice. Alter, für Brockeneisen wir hier kriegen. Das ist ja schlimm. So, Teleporter freigeschaltet und Dorf. Siehe Dorf. Was nebenbei noch am Werkeln ist. Das muss ich auch noch zugeben. Ja, die ist doch von wegen, ist er stillgelegt. Hallo, Mling. Zehn Kisten Fleisch, 10 Kisten Gemüse und eine Reihe von Brennholz und Lagerausrüstung, die an die Außenposten der Milliliten verteilt werden sollen. 2 Kisten mit verschiedenen Mineralien, die an das Depot der Huishan-Kammer im Austausch gegen Werkzeuge und Ersatzteile geliefert werden sollen. Eine Reihe. Tut mir leid. Was kann ich für dich tun? Ah, ihr seid es. Hm. Seit wann seid ihr so vertraut mit uns? Weil, da. Oh, ihr seid die großen Helden, die Liyue gerettet haben. Und jeder aus Leui wird sich an eure Arbeit erinnern. Der Held muss heute eine wichtige Angelegenheit in der großen Kluft. Der Held muss heute eine wichtige Angelegenheit in der großen Kluft zu erledigen haben. Also muss er die Erlaubnis von Kaching bei sich haben, oder? Nun. Nein.
Oh, verzeih. Wenn ich dich beleidigt habe. Tian Quan Ningguang muss dich gut kennen und ihre Erlaubnis hat mehr Gewicht. Wäre es möglich, dass ich einen Blick darauf werfe? Welche Erlaubnis? Tainshu ist ein einfacher, unkomplizierter Mann, der jedoch langfristig an das Auskommen der Menschen denkt. Er muss dir die Erlaubnis gegeben haben, die große Kluft zu betreten, nicht wahr? Kann sein. Kannst du mir bitte die Erlaubnis zeigen? Nun dann eben nicht. Ganyu ist direkt für die Zhujing-Terrasse zuständig und unterstützt die Qixing. Und ihr Rat ist immer im Einklang mit dem Handeln der Qixing. Du solltest wenigstens ihre Erlaubnis haben, oder? Stimmt, wir hätten Ganyu um ein Autogramm bitten sollen. Ist es zu spät für mich, zu ihr zu gehen? Mein Herr, dies ist kein guter Zeitpunkt für einen Besuch der großen Kluft. Der Rat für allgemeine Angelegenheiten ist immer noch dabei, größere Sicherheitsrisiken zu beseitigen. Dieser Bereich ist im Moment noch sehr gefährlich. Wenn du auch ein Bote bist, der von den Kaufleuten beauftragt wurde, auf die Wiederöffnung der Minen zu drängen, dann schlage ich vor, dass du meinen letzten Bericht an die Shenglu-Kammer beliest. Wovon redet dieser Mann? Pamela versteht kein Wort mehr. Halt davon. Was? Das haben wir denn dabei rausgekommen? Ich verstehe es. Diese Leute in der Abenteurergilde. Die reden nie Klartext. Wenn du irgendwelche Fragen hast, frag einfach. Und ich werde sie die alle beantworten. Über die große Gruft. Ach ja, was ist die große Grube? Grufe. Grufe. Grufe Klust. So. Ach ja, was die große Gruft angeht. Wenn du im Moment nicht gehen willst, schau dich bitte um, aber bitte halte dich an die Gesetze von Liu Wei. Im Übrigen gibt es Orte, von denen ich dir dringend abrate, dich ihnen zu nähern. Die große Mine in der Mitte der großen Kluft wurde beispielsweise mit der Qixing-Formation angelegt. Wie der Name schon sagt, eine Formation, die von den Qixing angelegt wurde. Ist eine ziemlich klare und einfache Erklärung. Die Schwachstelle, der Knotenpunkt der Formation, liegt in dem umliegenden Gestein zu schlüsseln. Sie wurden von den Händen der Qixing selbst gelegt und verbanden und fixierten die Energie, die durch die Formation fließt. In letzter Zeit ist es zu einer ungewöhnlichen Vermehrung von Substanzen mit Geokraft und die Gesteinsschlüssel angekommen. Komm. Egal. So, als ob das Ding sich dahinter verbirgt. Ich weiß es jetzt nicht, aber ist ja egal. Vergiss es, bitte lass dich nicht stören. Ich rede nur mit mir selbst. Es ist, wie es ist. Bitte geht nicht in die Nähe der Qixing-Formation und dann denkt... und denkt nicht daran, sie zu erforschen oder so.
Oh Gott, Tobi. Okay. Die Struktur der Gesteinsschüssel ist noch nicht zerfallen und die um die umgebundenen Substanzen mit Geokraft reagieren nicht merkwürdig. Also versuch bitte nicht. That was a drop. Aber verdammt, ich weiß, was du fragen willst. Da unten gibt es keine seltenen und exotischen Schätze, keine prähistorischen Fossilien und keine riesigen antiken Ruinen. Bitte habt keine falschen Erwartungen. Das ist verdächtig, wenn du mich fragst. Ja, ist es auch. Da unten wurden nicht einmal Pilze wachsen würden. Werden. Okay. Palmer hat es gerafft, okay. Ist ja nicht so gemein. Hätte sonst noch was beachten müssen. Gott, ist das ein Name. Ich schlage vor, du sprichst zuerst mit Shishong. Sie ist eine Abenteurerin, die beim Rat für allgemeine Angelegenheiten angestellt ist. War früher Bergarbeiterin und kennt das Terrain der großen Kluft wie ihre Westentasche. Einen Moment, ich schreibe dir eine Erlaubnis. Wenn sie sie sieht, wird sie verstehen, dass du vertrauenswürdig bist. Das ist ja schon selber verantwortlich für alles. Ja, natürlich. Ich warne dich schon mal vor. Shishong ist kein Mensch, der unruhig ist, den ganzen Tag herumrennt und nie versucht, die Formation aufzulösen. Und mit ihrem Kopf voran ist... Moment, was? Achso. Die Formation aufzulösen, um mit dem Kopf voran in die Erde. In die Erde zu gehen? Ja. Ganz zu schweigen davon, dass... Moment, was? Ganz zu schweigen davon, eine Gruppe untätiger Abenteurer zu versammeln und sich in gefährlichen Terrain zu wagen, als ob niemand zusieht. Okay. Ganz der Schrecke davon, eine Gruppe untätiger Abenteurer zu versammeln und sich in fertiges Terrain zu wagen, als ob niemand zusieht. Erwarte also bitte nicht, dass sie dir hilft, in die große Kluft zu gelangen. Okay. Ob ich das wirklich verstanden habe? Ja, habe ich. I
still have documents to deliver to the Ministry of Civil Affairs today. This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. I still have documents to deliver to the Ministry of Civil Affairs today. Willst du? Teile sind okay. Mir einen Auftrag zu suchen, zufälligerweise. Das würde die Sache einfacher machen. Okay. It was on a deserted moonlit night that the hero approached the vile dragon's limpid lair. Jetzt ein bisschen doof, dass ich jetzt nicht so ganz sehen kann, wo ich hinlaufen soll. Warte mal, doch da. Ich hab doch das Ausrufezeichen. Ich bin blöd, ich weiß. Ich bin anders blöd.
Anzug da. Hey, du bist es, hallo. Es war Moonin, der mich hier vorgestellt hat. Das ist ein... Ah, vergiss den Zettel. Ich habe dich erkannt. Es mag sich... Moment, er mag es, sich darzustellen und jeden Tag Zettel zu schreiben, und er muss für alles einen Prozess durchlaufen. Um so auszusehen, als wäre er wichtig. Wäre er wirklich okay. Das Mekong. Egal. Ja. Sicher hat sich der gute Ruf von Rio Links in der Abenteurergilde ausgesprochen. Kannst du schweigen von allem, was du für Liyue getan hast? Wir haben es alle... Was? Gesehen, achso. Kann ich glauben, dass ich einfach kein Held sei? Natürlich haben viele der neuen Abenteurer in der Geschichten von Iris über eure Abenteurer auf der Drachengrade gehört. Und das schließt mich ein. Seestürme durchqueren, um Wege durch die Extreme des Winters zu bahnen. Vergessene alte Königreiche unter dem Frost entdecken. Türkische Gipfel erklimmen und sich den großartigen und unerbittlichen Veränderungen stellen. Ob es nun die Ereignisse sind, die du erlebst hast, die Hindernisse, die du überwunden hast, oder die Wahrheit, die du aufgedeckt hast, es läuft alles auf eine Sache hinaus. Sowas nennt man Abenteuer. Ah, Paimon wird ein bisschen schwindelig. Ist er wirklich so gut? Ja, also anscheinend sind wir es, sonst wären wir nicht so bekannt. Aber egal. Ich lasse ihn automatisch durchlaufen. Ich lese doch nicht mehr durch. Klingt so zu anstrengend. Natürlich ist es in der Stadt sehr beliebt. Ich denke, der Tekenner Liyue und Tian mit der Haupteisenstangenzähne, da war was, ich mal irgendwo bekomme für was Großes.
So in der Stadt beliebt. Ich denke, der Teekenner Leo und Tian mit der Nummerierungs... mit der Eisenzunge haben ihre eigene Methoden... eigene Methode. Ja, was ist denn nur mit automatisch abspielen? Kommt da noch was? Nichts, ne? Was hat ein Autoplay laufen? Geht's hier gut? Tut dir den Hals weh? Dann soll das wieder einfach durchlaufen. Ja.
Gott. Ich hätte jetzt schon wieder, das ist nicht gut. Haben wir es jetzt endlich hinter uns, meine Güte. Aber lass mal keine gucken. Die Kunden können auch noch morgen. So, Khan hat nämlich auch noch was Neues. This realm is... Hallo! Okay, was für Feldmotiv ändern? Geh uns auf die Schatzkammer. Schatzkammer halt. So, das hat sich erledigt. Dann gehen wir doch mal in die neuen Items, die wir so haben. Ja, ich das nur nicht, der Rittenstein. Hier fing der ganze Blödsinn an, ne? Ja. Kaufen wir einfach mal alles erstmal. Und fahren mal mit Baupläne. Easy. Hat immer noch zu viel Kohle. Ansonsten kaufen wir noch keine. Ist was Neues bei mir, ne? Ich bin einfach, wer dass ich den Scheiß mit verkaufen kann. Geil. So, die Rotationspläne haben wir alles, okay. Schlussknalle. Wieder was gelernt. Ich bin scheiße müde. Und mit dieser Helm-Enttäuschung zurück ins Zelt. Peace.